Nein, ich will das da bekommen. Okay, 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 verstanden. Hier ist halt so ein blöder Geruch drin, auf dem der steht. Der Port. Und damit sollte es erstmal ein bisschen was mehr Kohle geben. Das ist schon mal sehr gut. Und die Solarsegel werden noch langlebiger. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir haben bald keine Forschung mehr, also müssen wir jetzt mal hier weiter forschen. Alles, was man so halt erforschen kann. Ja, Kohle ist auf jeden Fall viel da, das ist sehr gut. Dann sollten wir jetzt eigentlich auch Graphene bekommen. Ich hätte die halt mal auf Storage setzen sollen, nicht auf Supply. Auch so klein. Vier kann ich bauen, war klar, weil mir die Supermagnetic Rings natürlich fehlen. Wer hätte das erwartet? Supermagnetic Rings. Na, dafür fehlt mir mehr. Aber das sind schon mal wieder ein paar mehr. Mehr bedeutet mehr Strange Metal. Den fehlen Partikelcontainer. Ja, ich erinnere mich. Dann bauen wir jetzt erstmal zu Ende hier. Schauen da mal drüben, was da noch fehlt. So. Verbinden bitte noch. Na komm. Hier, Verbindung da. Ah, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Und eine weitere Forschung, die wird die verbessert. Juhu. So. Dann duplizieren wir schnell die Greifer auf, also die Sorter in dem Fall. Dann können die Dinger nämlich, sobald die Container da sind, auch tatsächlich produzieren. So, die 51 Strange-Schmetter nehmen wir mal per Hand mit und fliegen, glaube ich, mal wieder zurück. Wir waren schon lange nicht mehr auf dem anderen Planet oder so. Nein, falscher Planet. Ich will nicht auf den Vierer, ich will auf den Einser. Wir sehen anhand der kleinen fliegenden Punkte, da drüben ist ein Hauptverkehrsknotenpunkt mittlerweile.
Und ja, der Planet wird nicht schnell genug geladen. Offensichtlich. So, schauen wir mal, wo wir unsere Sachen A loswerden, die wir zu viel haben, und B, wo wir andere Sachen hin tun können. So. Packen wir mal hier Sachen rein. Die hier. Sekunde. Das war gerade die Frage nach dem Essen, die ich sehr beherzige, aufgrund dessen, dass ich, auch schon ein wenig hungrig bin. So, gelbe Dinger kommen da rein. Ich glaube, nicht richtig müssen wir. Hier werden Partikelcontainer hergestellt, das ist gut. Und hier drüben kämen die Strange Matter ein. So, stopfen wir die mal direkt rein. Dann werden auch mal direkt Gravitationslinsen gebaut. Und dann können auch direkt die ersten Space Warper gebaut werden. Apropos Space Warper, wo bauen wir die eigentlich? Nein, da nicht. Hallo, ich bin hier dran vorbei. Ach, die haben wir, glaube ich, auf der anderen Seite gebaut, weil es nicht genau gepasst hat. Hier. Die will ich jetzt erstmal storen, damit ich sie selber abgreifen kann. Gemeinerweise. Euch fehlten die Teile. Wofür konnte ich nochmal die Graphene benutzen? Ich überlege gerade. Was brauchst du nochmal genau Graphene? I see. Um die zu bauen, brauchst du Dinge. Die Teile brauchen Graphene. Werden aber in Chemical Facilities gebaut. Ah, falsche Seite. Falscher Planet. Brauche ich nochmal ein bisschen Forschung. Braucht es also Eisen und Glas. Diesmal in die richtige Richtung. Eisen hier. Zehn Sekunden. Also brauchen mindestens 4, brauchen wir mindestens 20. Ach, guck an, wir haben ja möglicherweise alles, was wir brauchen. So, das waren jetzt 11, 21, 24. Ach, egal. Machen wir 25 draus. Also, 5er Höhe, dann können wir schon mal hingehen und dann da drüben Dinge bauen, wollte ich gerade sagen. Aber das funktioniert nicht, wenn wir keinen Port haben. Das kann aber ein lokaler Port sein. Einen lokalen Port haben wir. Perfekt. Ach, guck an, wir haben hier sogar eine 5er Reihe hingelegt. Die habe ich total vergessen. So, einen lokalen Port. Dahin. Eine Reading. Eine Lesepyramide.
Ja, die muss ich jetzt da wegmachen. Und das, da sogar eine richtig, richtig große GG. Achso. Jetzt ein GG. Weil jetzt hast du es geschafft. Dann können wir die Dinger nämlich schnell da. Stellen wir ein paar Stromverteiler hin. Hier kommen die Teile hin. Dafür brauchen wir Prozessoren und brauchen die Teile. Ah, guck an, endlich können wir mal was mit Plastik machen. Das ist ja super. Das heißt, zwei Prozessoren und eins von den Teilen. Bücher? Ja, ich habe tatsächlich ein Buch gelesen. Und zwar ein Star Wars Buch. Und zwar aus der Reihe Das Verhängnis der Jedi-Ritter, genannt Der Ausgestoßene. Fehlen hier auch Sachen. Beziehungsweise es kommen halt nie sehr viele Titanium-Crystals her, weil uns halt organische Dinger da fehlen. Die werden halt auf den anderen Planeten gebastelt. Das werden wir uns später mal angucken. Bücher? Was ist das? Eine wichtige Informationsquelle, nicht Inspirationsquelle. Hiervon haben wir noch keins gebaut. Okay. Haben wir hier schon welche gebaut? Nein. Haben wir hier schon welche gebaut? Naja, hin und wieder werden welche gebaut, ja. Hier liegen sie auf jeden Fall. Ist noch genügend da. Es fehlt ein neues. Was fehlt denn bei den Alloys? Aber zum Thema... Ja, klar. Sulfuric Acid. Hätte ich natürlich raten können. Fällt gerade so auf, ich sollte vielleicht die Carrier Capacity erhöhen. Den restlichen Kram hier zu forschen. Danach erst den Rest, weil dann kann man auch mehr von den Sachen mitnehmen. So, Q voll. Okay, ohne Schwefelsäure wird es natürlich schwierig. Wir haben immerhin ein paar davon, das ist gut. Ich habe auf dem Forschungslabor, stelle ich gerade fest. Die stelle ich mal auf. Den roten hier fehlt. Das ist an nichts. Die kommen nicht mit der Produktion hinterher. Dann ist es wohl ganz klar, wo die Forschungslabore hingestellt werden. Dann können sie nämlich schneller produzieren. So, wir stellen aber mal die Drohnenladung auf voll. Dann fliegen sie nicht so oft durch die Gegend. Heißt vielleicht im Umkehrschluss, dass andere Drohnen vorher kommen, aber ehrlicherweise, die Forschung ist jetzt tatsächlich eher mein geringstes Problem. Gut, dann haben wir das. Was wir natürlich noch machen müssen, wir müssen dem hier hinten bekannt machen, dass er gerne lila Dinge mitliefern kann.
Und zwar möchte ich hier gerne die Lila-Sachen haben und die Lila-Sachen sollen dann hier rauskommen. Wir müssen natürlich sagen, wir möchten Remonten möchten wir. So. Weil theoretisch könnte man hier auch Bells reinlegen, aber das ist jetzt erstmal egal. Und ich weiß, ihr seid jetzt alle begiert drauf zu wissen, wie sieht so ein Space Warp aus. Aber ich glaube, das werden wir erst nächstes Mal erfahren. Es macht für mich im Moment gerade noch keinen Sinn, durch die Gegend zu warpen, ohne dass ich eine ausreichende Menge an anderen interstellaren Türmen und sowas habe. Hier ist noch keiner angekommen, okay. Ich möchte erstmal ein Storage haben, damit wir ein paar drin haben. Vor allen Dingen, ich brauche nicht so viele produzierte, glaube ich. Wir haben schon ein paar Space Warper da hinten produziert. Eigentlich. Die sind Space Warper produziert worden, aber die sind alle nur gestorrelt. Okay. Auch sehr schön. Haben die sich jetzt schon verteilt? Ja, dann. Komm, dann supplyen wir halt. Oh, da hinten geht unser Heimatplanet auf. Sehr schön. Die Teile bauen wir auch noch nirgends. Die müssen wir eigentlich auch noch irgendwo bauen. Aber es macht keinen Sinn, solange wir keine Ports haben. Also Diamanten haben wir zumindest genügend. Rein. Da müsste eigentlich jetzt jederzeit zwei von den Dings rausputzeln. Da ist eins. Brauchen die zwei davon? Ne, nur eins. Ach, die eine Maschine hat sich zwei genommen, ja. Das ist nur eins geworden. Interessant. So. Eins haben wir schon mal. Wuhu! Ich sehe gerade, Kohle brauche ich nicht. Kann ich direkt verbrennen. Hier kommt Stein rein, aber auch den Stein, den haben wir. Ausreichende Mengen. Packen wir es mal direkt in die Schmelze. Ich habe eine Schmelze zu viel. Interessiert mich gerade nicht. So. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach diesen Stream für heute soweit beenden, weil es demnächst bei uns hier Essen geben wird. Yay, Abendessen. Morgen ab 20 Uhr werdet ihr hier auf diesem Kanal MechWarrior 5 für Mercenaries sehen, in gemoddeter Version, im Multiplayer. Den nächsten Dysons 4, schauen wir mal, wann ich die Woche jetzt spontan Spaß und Lust habe, weiter zu streamen. Weil eigentlich, wie gesagt, wollte ich diese Woche eigentlich nicht streamen und mir meine Ruhe gönnen. Und ich kann irgendwie nicht ohne euch. Ja, passiert. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Stream. Ich schaue jetzt gerade nochmal ganz fix, wo und wer euch gerne übernehmen mag. Und werde dort rüber raiden. So, wer könnte denn schönes Entertainment bieten? Ich glaube, ich weiß was.
So. Rüber geht's. Wäre schön, wenn ihr mit dabei bleibt. Und wir sehen uns spätestens morgen um 20 Uhr. Schlaft gut, gute Nacht und viel Spaß noch.